So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blattgrüne Edition. Wir erkunden hier weiterhin die MSN. Okay, kämpfen wir gegen diesen Burschen hier. Was ist das, ein Koch oder ist das auch so ein Matrose? Ein Angler. Ja, Koch oder Matrose. Trifft es nicht ganz. Wie komme ich überhaupt auf Koch? Die sahen ja völlig anders aus. Egal, nicht so wichtig. Noch ein Level Up. Und unser Pikachu erlernt Donnerblitz. Da freue ich mich richtig drauf. Denn Donnerblitz ist so, ja, um einiges stärker als Donnerschock, würde ich mal sagen. Und von dem her auch ziemlich nützlich. Sagen wir es mal so, ja. Sternendu kommt als nächstes rein. Solange ich mich nicht selbst verletze, sollte ich es auch niederringen können. Okay, die Verwirrung wurde aufgehoben, das ist sehr prächtig. In diesem Part sollte ich auch wieder hoffentlich jemanden von euch nach einem Pokémon benennen können. Ja. Sollte eigentlich klappen. Zumindest so ein Dickdau oder so sollten wir einfangen können. Aber mal schauen. Versprechen tue ich natürlich nichts. Aber falls ich mich nicht allzu blöd anstelle, ja, sollte es möglich sein. Gut, der gute alte Albrecht wurde besiegt. Ja, danke für den Kampf, Albrecht, aber du warst jetzt nicht so der Gegner, tut mir leid. Und ein Matrose salutiert hier so ein bisschen. Ja, das finde ich ja nett von ihm, dass er hier salutiert. Hallo Matröschen. Hier ein Megakick. Nein, geht natürlich daneben. Okay, Geowurf. Ah, das ist jetzt gerade blöd, weil wenn es nicht ein One-Hit-KO wird, wovon ich nicht ausgehe, dann kann er mich mit einem weiteren. Sehr schön, es setzt kein Geowurf ein. Okay, reicht jetzt Donnerschock? Das ist die Frage. Schauen wir mal. Hoffen wir mal darauf, denn ich vertraue nicht darauf, dass Megakick trifft. Sehr gut. Das sollte eigentlich reichen, um ein Level-Up zu erhalten. Nein! Minimal hat es nicht gereicht. Ah, schade. Schade, Schokolade. So, damit haben wir hier eigentlich auch alles erledigt, was man erledigen sollte. So, lassen wir uns kurz heilen. Jupp. Und dann gehen wir wieder nach oben zu Le Capitano. Aber bevor wir mit Le Capitano sprechen können, müssen wir gegen unseren Rivalen Curates antreten. Da ist er ja schon, wenn man vom Teufel spricht. Sieh an, Fokker, ich wusste, ich würde dich hier treffen. Fokker, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Okay. Ja, ich wäre nie drauf gekommen, irgendwie meine Pokémon in hohem Gras zu suchen. Ich weiß nicht, wie du auf diese absurde Idee kommst, aber ich werde es mal versuchen. Danke. Danke, Curates, wirklich. Danke vielmals. Ja. Danke. Das ist ein bisschen overlevelt, kann das sein? Also seine Pokémon sind auf jeden Fall nicht auf unserem Niveau. Aber können sie eh nie sein, denn wir sind einfach überdurchschnittlich niveauvoll. Vor allem mein Kommentarstil, muss man ja mal sagen. So, Not Pikachu! Er hält ein Level Up und versucht dann hoffentlich auch Donnerblitz zu erlernen, oder? Ja, Donnerblitz versucht zu lernen. Und ja, wir bringen ihm eine Ruckzuck-Kip oder Donnerschock. 15 hat es. Ah, das ist schwer. Donnerschock erstmal. So, wir lassen ihm Donnerschock vergessen und bringen ihm dafür Donnerblitz bei. Wahrscheinlich hätte ich doch eher so machen sollen, dass ich ihm Dings vergessen lassen hätte sollen. Und zwar Ruckzuck-Kip. Aber nun gut. Ist ja nicht so tragisch. Notfalls können wir es ihm ja irgendwie wieder beibringen. Oh, Rutenschlag, das kleine Radikal, die Ratte. Ah, es bringt ihm nicht viel, denn unsere Attacke geht daneben. Toll. Toll ist das. Ja,
Jetzt trifft es auch mal sehr schön, liebes Porenta, liebes Lauchilein. So, mal schauen, ob Schnabel schon ausreicht, um es zu besiegen. Aber es sollte ziemlich viel abziehen, oder? Ja, oh. Is no good. Okay, aber der Schnabel hat gereicht, um es zu besiegen, sehr gut. Als nächstes kommt Kadabra rein. Das schicken wir. Ich schicke bewusst nicht Kari rein, da sie bei Major Bob in der Arena schon ziemlich viel Training bekommen wird. Also können wir mal ein bisschen die anderen Pokémon trainieren, damit es dann später ausgeglichen ist, mehr oder weniger. Psykraft. Löffel kaputt. The next Uri Geller. Bam, bam, bam. Trotzdem treffen wir und besiegen das Kadabra. Bye, bye, Kadabra. So, was kommt als nächstes? Natürlich sein Bisaknosp. Da setzen wir nochmal Polente oder Lauch oder Porenta oder Vöglein oder wie auch immer ein. Und erledigen das Bisaknosp mit einem kleinen Schnabel. Okay, das reicht noch nicht ganz. Hätte mich auch gewundert. Zum Glück geht Schlauchwut daneben, wäre sonst ziemlich lästig geworden. Aber jetzt der nächste Schnabel reicht, um das Bisaknosp zu besiegen. Damit erhält Lauchilein Level Up, sehr gut, das freut mich. Und jetzt schauen wir mal, was der liebe Curate zu sagen hat. Okay. Mist, na, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, besser als du deine, muss man mal sagen. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst den alten Mann besuchen. Ciao! Besuchen wir mal den alten Mann. Es geht mir gar nicht gut. Wie schwul ist das denn? Okay, kein Kommentar. Oh, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit Zerschneider bei. Ganz leicht. Ja, ein bisschen falsch vorgelesen, aber egal. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probiere es doch bei den Bäumen um Orania City. Aus. Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Wie zum Beispiel einem alten Seemann die Palme schrubben. Ich meine den Rücken. Hab ich Palme gesagt? Ich meine Palme wegen, weil Seemänner fahren oft auf die Karibik und in der Karibik kann man... Ich kann mich hier nicht mehr ausreden, oder? Nee. Und die MSN fährt weg. Salutieren wir noch ein letztes Mal. Bye bye MSN. Es gab so viele Mythen früher bei Pokémon Blau und Rot mit der MSN und irgendeinem Laster, der da sein soll und bei dem sich Mew aufhalten soll. Alles schon probiert meinerseits. Nie geklappt, leider. Also es hat nie geklappt. Den Laster, ich weiß gar nicht, aber ich glaube den gibt's sogar. Also ein Lastwagen. Den habe ich glaube ich sogar gefunden, aber was willst du? Ja, ach, das war die mit dem Kampfhunter. Aber sonst, Moment, setzen wir Gulasch an die erste Stelle. Da wir jetzt in die Dicta-Höhle gehen und in der Dicta-Höhle gibt es ziemlich viele Dictas. Und diese Dictas, die haben eine Fähigkeit, nämlich, also nicht alle, aber ein paar davon haben die Fähigkeit ausweglos. Und dann können wir nicht fliehen. Mal schauen, hält dein Akku raus? Nee. Leider nicht, schade. Wir müssen ja einen Dicta noch fangen, das machen wir schon, keine Angst. So. Der hält aber eine Akku-Knarre aus, oder? Oh, der ist sogar schneller als wir. Mist, auch nicht. Okay, dann greifen wir mit Biss an, das sollte es aushalten. Insofern wir nicht schon das Ende des Tunnels erreicht haben. So, Biss, zack, sehr schön. Und Pokéball Flieg und Sieg. Ja, sehr schön. Wir haben einen Dicta gefangen, einen Dickmann. Hä? Wieso wird es mit Onyx in Verbindung gebracht? Dieses Pokémon lebt einen Meter unter der Erde. Genau einen Meter? Okay. Es frisst Wurzeln und kommt selten an die Oberfläche. Wer von euch lebt im Keller und ernährt sich von Wurzeln? Es ist der oder die Liebe. Ich nehme mal an, der Liebe. Sky. Aber nicht Sky ganz normal, sondern Sky Jumper.
Ja, das ist er oder sie, ich nehme mal an, er. Skyjumper 23 oder 23 auf YouTube. Sagt mir leider auch nichts, kommentiert wahrscheinlich dann in dem Fall nicht allzu oft. Aber nun, ja. Oh, hier komme ich nicht weg. Aquavelle, boom, zack. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber wieso ist das schneller als wir, Mann? Gulasch, sei mal ein bisschen schneller. Okay, wir haben das Ende erreicht, sehr gut. Ich bin voll nicht der Schlankste. Ja, schön für dich. I think so. Gab's hier nicht irgendwas? Gab's hier nicht irgendwas? Moment, wir haben ja den Deck. Genau, wir haben den. Ne, den haben wir noch gar nicht. Dazu brauchen wir 30 Pokémon. Okay, hier bekommen wir, soweit ich weiß, ein Pantimos, oder? Hallo, bla 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 bla, Zerschneider, ja. Toll. Aber, okay, wir haben Nabra, aber ich tausche nicht die Pokémon ein. Beziehungsweise, ja, die Pokémon, die ich nach euch benannt habe, werde ich niemals hergeben. Das könnt ihr gespannt, da könnt ihr euch drauf verlassen, wer von euch will, Dingslam, Zerschneider. Bringen wir das Mauzi bei. Bam. Sehr schön. So, weil Mauzi hat ja die Fähigkeit, glaube ich, Mitnahme. Und die können wir uns dann zunutze machen. Also wir werden Mauzi wahrscheinlich ein bisschen länger im Team behalten. Weil es halt sowohl Zerschneider lernen kann, als auch die Fähigkeit Mitnahme hat. So. Hast du uns was zu sagen? Blitz, ja, interessant. Was gibst du uns? Wie viel brauchen wir? 10, okay. Also ja, ich habe 10. Sehr gut, damit bekommen wir VM05. Das sollte, glaube ich, Blitz sein. Ja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ja, wieso auch nicht. So, dann gehen wir hier lang, holen uns hier das Item. Habe ich gerade, welches Item habe ich vorhin bekommen? Weil ich weiß, dass man hier irgendwo einen Sonderbonbon bekommt. Habe ich den schon bekommen? Ich weiß nicht. Ist eine gute Frage, die ich mir selbst stelle. Aber nun gut. Es gibt bessere Fragen. So, wumm. Sehr gut gemacht, Mauzi. Okay, und ab durch die Dicta-Höhle nochmal. Hoffentlich begegnen uns nicht allzu viele Diktas. Allzu viele Dicta-Höhle. Allzu viele Dicta. Weil die Mehrzahl von Dicta ist ja Dicta. So, sehr gut. Von beiden konnten wir fliehen. Das ist super. Genital. Super genital ist das, vor dem können wir nicht fliehen. Fliegen. Aber dafür sind wir schneller. Sehr gut. So. Und Level up für Gulasch. Okidoki. Okay, wir werden auf jeden Fall noch die Arena in Orania City machen. Damit wir dann endlich den Donnerorden bekommen, oder heißt der Elektroorden? Ich glaube Donnerorden war's. Das wird, glaube ich, die liebe Kari ganz allein machen, weil, ja, weil sie voll cool ist und so. So, noch ganz schnell die Pokémon heilen. Wumsi dumsi, zacke die Zuck. Und jetzt gehen wir wieder nach unten. Hier, so. Hier können wir den Busch oder den kleinen Baum hier zerschneiden. Wir können auch rüber surfen, aber Surfer haben wir ja leider noch nicht. Also zerschneiden wir das Ganze mal. So. Okay. Kari an die erste Stelle. Und jetzt schauen wir mal, was der Matrose so drauf hat. Das ist kein Spielplatz. Ja, dann spiel nicht drum, sondern kämpf gegen mich, Matrose. Ach nö. Hoffentlich paralysieren mich die Pikachus nicht. Das fände ich nicht so toll. Ich hätte es nicht sagen sollen. Okay, okay. Okay, hat schon mal geklappt. Noch ein Pikachu. Oh, oh, oh. Ich sag lieber nichts. Ich sag lieber gar nichts mehr. Sonst wisst ihr, was passiert. Oh, Slam. Ist sogar schneller als wir. Gut, 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 gut. Aber das bringt ihm nichts, denn wir besiegen es mit einem Body Slam. Der Body Slam stärker ist als Slam. So, Level up für Kari. Sehr schön. Ich bin mir sicher, Kari reicht in dieser Arena noch mindestens Level 25, sollte möglich sein. So, kämpfen wir gegen diesen Poké-Fan, was ist das? Oder? Hä? Der hatte doch eine Glatze, wieso hat er hier einen Hut auf? Na gut, ist ja auch egal. Voltoball, joa. Da setzen wir wieder mal Body Slam ein.
und hoffen, dass es vielleicht sogar ein One-Hit-KO wird. Also bei Pikachu hat es geklappt. Hier nicht ganz. Aber nicht so schlimm. Zwei Kicks in seine runde Fräse und das sollte reichen. Juppdidu. Sehr schön. Damit bekommen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Und ich bin schon mal gespannt, wie sich Kari gegen Major Bob schlagen wird. Ob sie ihn sofort niederringen kann oder ob sie auch Hilfe von anderen Pokémon braucht. Es sollte eigentlich schon möglich sein, dass sie alles alleine macht, aber wir werden sehen. Was ich in dieser Arena immer früher so ein bisschen seltsam fand, ist dieses Rätsel da. Das habe ich nie ganz gecheckt. Es ist irgendwie so, dass man den ersten Schalter mal finden muss und wenn man den hat, befindet sich der zweite Schalter irgendwo in der Nähe des ersten Schalters, so irgendwie. Aber ob es da so ein genau richtiges System hat, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach so, dass es entweder links, rechts, direkt darüber oder direkt darunter von diesem Eimer ist. Aber ob es halt irgendwie ein System hat, dass wenn man diesen Eimer da als erstes findet, also in diesem Eimer der erste Schalter ist, ob dann der zweite direkt links sein muss oder so, weiß ich nicht. Okay, hier ist ein Hebel. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Das heißt, hier müsste eigentlich einer sein. Nee. Okay. Hab's wieder mal nicht gecheckt. Doch, hier. Versuchen wir jetzt mal hier den oberen. Mann. Nee, hier ist nicht nochmal einer. Hier ist einer, okay. Jetzt hier. Alter, ich hasse das. Das hat irgendwie schon ein bisschen mit Glück zu tun, habe ich das Gefühl, oder? Oder gibt's hier echt eine Technik, die man verfolgen kann? Also, die auch zu 100% hilft. Nicht eine wie zum Beispiel meine, einfach den nächsten Schalter betätigen. Okay, nehmen wir mal hier den. Oh nee, Mann. Wieso? Wieso hier, hier? Hier ist ein Schalter. Probieren wir mal den hier. Nein, Mann. Aber ich glaube, es muss auch unmittelbar daneben sein. Also so schräg daneben geht gar nicht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier ist ein Hebel. Ja. Mann, hallo! Nur was? Ja, bah. Hallo, hier ist ein Schalter. Betätigen wir den mal. Ich drücke ein zweites Mal drauf. Oh, hier ist nur ein Abfall. Der erste Schalter ist irgendwie verschwunden. Logik for the win. So. Finden wir auch mal den ersten. Hier müsste er sein. Ja. Nein, Mann, schon wieder verklickt. Das gibt's doch gar nicht. Also, ja, ich hoffe, der Part gefällt euch soweit. Dauert auch gar nicht lange. Hier wieder Abfall, toll. Alter Falter. Normalerweise ging das eigentlich bei mir immer relativ fix. Also. Aber jetzt klappt es irgendwie überhaupt nicht. Was ist denn los? Was macht denn falsch? Den hier. Moment, jetzt habe ich eine neue Taktik. So, okay. Dazu muss ich aber erstmal einen Schalter finden. Den richtigen. Nee, hier ist er nicht. So, nee. Nee, nee. Nee. Ja, finde ich auch mal hier. Okay, jetzt schauen wir mal, ob der direkt hinter mir ist. Ist das die Taktik? Ist das die Taktik, dass wenn hier der erste Schalter ist, der hier ist, und wenn ich hier stehen würde zum Beispiel, und hier ist der erste Schalter, ist der zweite hier? Das muss ich mal überprüfen. Na gut, wie dem auch sei, wir kämpfen hier gegen Major Bob, heilen müssen wir nicht unbedingt. Hey Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine Chance, keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert, das Gleiche steht dir nun bevor. Also Pokémon-Feldzüge, das ist ähnlich wie die Kreuzzüge. Ich weiß es doch nicht. So. Also, er hat auf jeden Fall mal einen Voltoball. Dann, was er auf jeden Fall auch noch hat.
Ach so, Alter, ich habe mich gefragt, wieso habe ich das Voltoball paralysiert, weil Kari hat ja nicht die Fähigkeit, dass sie den Gegner paralysiert, aber natürlich hat Body Slam die Möglichkeit bzw. die Fähigkeit, dass sie den Gegner mit einer, ich glaube, 10%igen Wahrscheinlichkeit paralysiert. Waren es 10 oder sogar 30%? Ich weiß es nicht mehr. Aber nun gut, wie dem auch sei, das sollte ein One-Hit-KO sein. Ja, sehr gut. Also Kari rusht ja so richtig durch momentan. Irak. Habt ihr gemerkt, dass wenn man Kari rückwärts liest, dass es dann Irak ergibt? Interessant, interessant. Na gut. Boy Slam geht daneben, ja toll. Komm jetzt. Nein, Mann. Nein, 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 nein. Is no good. Is no good. Komm. Triff! Triff doch mal, bitte! Nicht schon wieder. Not again. Not again. Biatch, please, not again. Das gibt's nicht. Ha! Die haben's vergiftet, immerhin! So, jetzt wird es aber langsam, aber sicher auch mal dann zugrunde gehen durch die Vergiftung. Was? Hyperheil. Ah, du Asi, Mann. Fies, fies, fies. Komm bitte jetzt noch paralysiert oder so. Das war witzig. Schade. Noch ein Body Slam und es besiegt. Aber wir müssen natürlich treffen. Und da treffen wir. Kari hat alles alleine geregelt. Sehr gut. Kompliment an sie. Und wir haben Major Bob besiegt. Wow. Und weißt du? Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Aussagen vielleicht dir den Donnerorden. Yeah, dankeschön. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Wir bekommen TM 34. Das sollte Schockwelle sein. Ja. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Interessant. Die Attacke hat eine Treffergenauigkeit von 100%. Also immer 100%. Sie trifft immer. Egal, ob das gegnerische Pokémon 500.000 Mal Doppelteam eingesetzt hat und unsere Genauigkeit um 500 Milliarden gesenkt wurde, es trifft einfach immer. So ist das. Jetzt haben wir auf jeden Fall den nächsten Orden, unseren dritten endlich erhalten. Ich heile noch kurz meine Pokémon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Skyjumper, sag mir doch, ob dir... Was haben wir nochmal? Dicta gefällt, genau. Und ihr seid dann hoffentlich im nächsten Part dabei. Und dann benenne ich ein Pokémon nach euch. Also bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch. Und tschüss.